Ja, und dann bin ich hier auch wieder oder immer noch am Bückeberg, am Festplatz des Reichsernte-Dankfestes aus den Jahren 1933 bis 1937. Und ich werde jetzt mal den Führerweg entlang gehen und die Drohne lasse ich mir dabei mit Active Track direkt folgen. Also, dann wollen wir mal. So, und dann sind wir hier am Anfang des Führerwegs. Hier direkt vor mir seht ihr dann auch die Überreste der Fundamente der Rednertribüne. Die befand sich hier am unteren Ende des Festplatzes. Davon ist jetzt allerdings so gut wie gar nichts mehr übrig und zu sehen, da alles entweder vernichtet und abgetragen wurde oder halt überwuchert ist. Ja, und jetzt wollen wir mal schön langsam hier den Führerweg hochgehen. Den seht ihr hier vor euch. Und ich versuche, dass die Mavic Air 2 mir mit Active Track dabei parallel zur Seite fliegt. Und mal schauen, wie das so hinhaut. Des Weiteren bin ich mit der Osmo Pocket heute unterwegs und versuche halt den Führerweg aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive damals vom Adolf aufzunehmen. Der Führerweg selbst ist noch in erstaunlich gut erhaltenem Zustand. Das war halt hier diese Erdaufschüttung in der Mitte des Festplatzes, wie ihr hier sehen könnt. So, jetzt haben wir ihn erklommen. Da oben, ganz oben ist dann die Ehrentribüne. Und wenn ich mich so rumdrehe, dann seht ihr weiter unten die Rednertribüne. Ja, das ist die Mavic Air 2. Auf diesem Führerweg waren halt etliche Podeste angebracht für die Film- und Fernsehkameras. Ich hatte ja auch die Stromverteilerkästen schon gefilmt, die Überreste davon. Da ist auch wieder einer davon. Die sind hier halt links und rechts des Weges stehen diese Verteilerkästen. Gucken, ob ich das mit der Pocket drauf bekomme. Und die Mavic Air noch mal ein Stückchen weiter zurückfliegen lasse. So. Dann hat auch die Mavic Air den Verteilerkasten mit drauf. Jetzt schwenkt sie etwas zurück. Okay, von dieser Seite auch nochmal. Ganz gut zu sehen. Na, aber so weit musst du jetzt aber auch nicht schwenken. Dann hole ich dich doch mal wieder zurück, wenn ich das hinkriege. Ja. So. Das ist eigentlich deine Position, da sollst du bleiben. Gehe ich mal lieber ein bisschen weiter, bevor die Mavic Air 2 dann noch mehr Blödsinn macht. Dieses Gelände ist gut geeignet für
so einen kleinen Active Track Test, weil halt nicht viele Bäume im Weg sind. Ja, von Zeppelin wurden ja damals auch Luftaufnahmen gemacht. Von dem gesamten Areal. Und heutzutage habe ich es halt etwas einfacher, dass ich einfach nur meine Drohne starten muss und kann faszinierende Aufnahmen von oben machen. Reichsernte-Dankfest, das hier auf dem Bückeberg stattgefunden hat, hat eine sehr lange Tradition und beruht ursprünglich auf der Anbetung des germanischen Gottes Wotan. Von der Weserseite her führte auch ein Treppenweg direkt hoch zum Festplatz. Den habe ich jetzt so noch nicht ausfindig machen können. Vielleicht bringe ich das mal in einem späteren Video. Auf diesem Treppenweg von der Weser konnten halt bis zu 6 nebeneinander laufende, marschierende Personen hinauf zum Bückeberg und dann zum Festplatz gelangen. Jetzt ist der Wind doch hier oben ganz schön heftig. Ich hoffe, dass man das Mikro trotzdem noch ganz gut verstehen kann. Ich benutze hier wieder das Rode Wireless Mikro mit dem Windschutz. Mit dem habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Blöde ist immer nur, dass der Windschutz so schnell abfällt und damit natürlich auch leicht verloren gehen kann. Ja, das Programm des Reichserntedankfest wurde halt damals von Trachtengruppen eingeleitet. Anschließend zeigten sich die SA-Formationen und der Reichsarbeitsdienst. Danach erschien dann Hitler und schritt mitten durch die begeisterte Menschenmenge diesen 800 Meter langen Führerweg hinauf bis zur Ehrentribüne. Oben an der Ehrentribüne angelangt, wartete dann eine Bauersfrau auf ihn und überreichte ihm eine Erntekrone mit den Worten: Mein Führer, Sie schützen mit starker Hand unser Land, unser Volk, unseren Stand. Als Dankes bescheidenes Zeichen wir Ihnen die Erntekrone reichen. Es folgte dann ein Manöver aller Waffengattungen mit Artillerie, Panzern und Kampfflugzeugen. Dabei wurde ein eigens hier auf dem Festplatz errichtetes kleines Dorf zerstört und eine Brückenattrappe über der Weser wurde von den Bombenflugzeugen vernichtet. Und dann gehen wir jetzt hier mal noch weiter auf dem Führerweg. 800 Meter sind doch eine ganz schöne Strecke, die der gute Adolf damals zurückzulegen hatte durch die jubelnden Menschen. Aber er hatte sich dabei sicherlich mehr Zeit gelassen als ich jetzt, da ich das Video ja auch irgendwann mal fertig machen möchte. Jo. Hier ist wieder einer dieser Steine, einer dieser Knotenpunkte, Stromknotenpunkte. Und wir gehen weiter hoch in Richtung Ehrentribüne. Thank you.
gleich an der Tanne lang. Die wurde mehr oder weniger direkt auf den Weg gepflanzt. Sicherlich auch, damit der Eindruck etwas unterbrochen wird, der langen Linie direkt von unten oben zum Tribünenplatz. Ja, das ist die Tanne. Da gehe ich jetzt mal so ein bisschen Außenrand vorbei. Die Mavic Air 2 folgt. Und dann sind wir auch schon gleich am Ende des Weges angelangt. So. Und hier oben haben wir dann zum Abschluss die Ehrentribüne. Natürlich über und über mit Wald bestanden. Ja, hier war dann also der Endpunkt der langen Reise, des langen Weges, um hoch zur Ehrentribüne. Jetzt muss ich erstmal wieder etwas zur Luft kommen hier. Ist auch ganz schön am Pumpen nach dem Weg. Die 800 Meter. Und in der Zwischenzeit könnt ihr hier die Bilder genießen. Oben vom Bückeberg. Ja. Und das war dann also der dritte und letzte Teil meiner kleinen Videoserie hier vom Bückeberg in Hameln, vom Platz des Reichserntedankfestes. Ich freue mich, dass ihr alle Teile angeschaut habt. Ich mache dann vielleicht nochmal ein langes Komplettvideo aus allen Teilen. Das könnt ihr euch dann auch noch ansehen. Da werde ich dann noch einige bisher unveröffentlichte Szenen reinbringen, auch Drohnenaufnahmen. Also dann sehen wir uns bald in meinem nächsten Video. Bleibt alle gesund, habt viel Spaß. Bis bald, euer Matthias.